Ja, ich bin natürlich extrem sauer, ja, gar keine Frage. Ich glaube, wir haben das Spiel bis zur 68. Minute ging der Plan auf. Wir haben zwar in der ersten Halbzeit nicht gut nach vorne gespielt, aber haben auch hinten gar nichts zugelassen. Ich glaube, es gab keinen Torschuss. Dann kommen wir aus der Halbzeit raus und haben das Spiel im Griff, machen auch das 1-0, sind im 2-0 ziemlich nah. Ja, und dann werden wir ausgekontert in der 67. Minute. Treffen die falsche Entscheidung, wir verlieren den Ball. Blöd, wenn wir den Ball nach außen weggespielt hätten, wäre sogar eine gute Möglichkeit geworden. So verlieren wir den Ball, machen dann kein taktisches Foul. Und das ist dann wahnsinnig ärgerlich, ja? Wenn man ein Spiel, das man im Griff hat, durch zwei Konter, wenn man 1-0 führt, durch zwei Konter dann noch verliert, dann ist ja, der Ärger enorm groß. Und wir haben es dann auch nach dem 2-1 nicht verstanden, den Druck nochmal so aufzubauen, um das entscheidende 2-2 bzw. vielleicht 3-2 zu machen. Und wie gesagt, das ist ein Spiel, das mich wahnsinnig ärgert. Dankeschön. Ich habe es gerade schon gesagt, das waren dann individuelle Fehler, aber vor allem beim 1-1, wo wir dann gemacht haben, wir haben eine falsche Entscheidung getroffen beim Pass. Wir verlieren den Ball im Zentrum und haben dann die falsche Entscheidung getroffen oder nicht das taktische Foul gemacht. Ich kann der Mannschaft nicht vorwerfen, dass sie nicht zusammengehalten hat, dass sie nicht marschiert ist. Und wie es Taifun gerade schon gesagt hat, dass der eine Fehler oder die eine Aktion dreht dann das Spiel wieder in die andere Richtung. Wir wollten das Spiel natürlich gewinnen und haben es versucht, aber trotzdem darf es uns nicht passieren, dass wir ausgekontert werden hier zweimal. Nein, das sehe ich nicht so. Er hat genauso gut mitgearbeitet und stand genauso kompakt und hat die Zweikämpfe gewonnen bis zur 67. Minute. Wie gesagt, wir gehen jetzt auf das taktische Foul, aber man muss auch eine andere Entscheidung bei dem Ballverlust treffen. Ja. Wir haben außen, Christian Fuchs geht außen durch. Er wäre wahrscheinlich hinter der Abwehr gewesen, wenn er den Ball kriegt. Das wäre eine gefährliche Situation und das ist ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, der uns dann wehgetan hätte. Und man hätte es dann durch dieses Foul oder an der Mittellinie dann auch verhindern können. Aber wie gesagt, auch die Entscheidung, wie man den Ball verloren hat, war nicht optimal. Kolasinac kann ich noch nicht sagen. Er hat das sehr dramatisch geschildert, dass das geknallt hat im Knie. Und unser Arzt sagt, er sieht es nicht ganz so. Also wir müssen die Bilder jetzt mal abwarten, was da passiert ist. Und ja, Hannover hat dann leidenschaftlich sich reingeworfen in jeden Ball. Sie haben gefeitet, sie haben das Geschick dann verteidigt. Und uns sind zu wenig Mittel dann eingefallen, um die kompakte Defensive dann aufzureißen.